Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands mit dem, der mich schon wieder angreift. Ja, nicht, aua! Nein! Das war Fehler. Ja, wir wollten auch schon zur Stadt laufen, haben es aber nicht gemacht, weil Fisch immer wieder am Schnacken war und uns angeschrien hat, dass wir rumspringen und Spaß am Spiel haben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist, mit den beiden aufzunehmen. Vor allem mit Freddy. Jedes, weißt du, ich nehme jedes Spiel mit Freddy auf, aber jedes Spiel ist dadurch anstrengend. Weil es immer an dir liegt. Jedes Mal. Wir müssen übrigens zu TK Baha. Obwohl ich glaube, schon meins, oder? Ah, ich habe keine Munition mehr. Wieso kann ich hier nicht abgeben? Ach so, weil ich voll bin. Dann gebe ich halt ab. Bist du nicht voll? Nächstes Level. Ja. Nee, hä, ich kann auch nicht verkaufen gehen, wenn ich voll bin? Wieso kann ich nicht verkaufen gehen? Oha. Wo kann ich verkaufen? Ach, hier. Bei jedem Verkaufs. Ich kann nicht verkaufen, weil da voll steht. Vielleicht, weil du gerade kaufst. Jetzt! Ich musste erst zwei Waffen wegschmeißen. Verkaufen, kaufen, verkaufen. Was ist das? Rücklauf. Du gehst weg. Steven, du gehst weg. Noch ein Level. Du gehst weg. Will jemand den Clipper haben? Ihr seid auf einmal ganz leise bei mir geworden. Weg. Ja, das ist schön. Muss so. Ich habe keine Ahnung warum. Nicht. Hallo? Hallo. Hi. Öfters hier? Hä, wieso seid ihr so leise geworden? Ja. Weil du irgendwas deinen Kofferraum runtergedreht hast wieder. Letztes Mal. Ja, tatsächlich. Auch ein bisschen Muni. Na, guck mal, ein bisschen ekelhaftes Zeugs. Ich bräuchte mal wieder eine vernünftige SMG. Okay. Godwing, thanks. Geh doch. Naja, ich muss mal gucken, welches Level bin ich gerade. Siehst du 9. Unten in der Zeile. Oh, okay. Ah, da ja. 9. Oh, ich hab okay, noch ein Level frei. Die eine. Halt, Moment, ich kann vielleicht jetzt eine andere Waffe verwenden. Gucken. Die hier war Level 10, die Level 13. Okay, nein. Dann halt weiter die. Ich sollte mal wieder Munition kaufen. Habe ich ja, glaube ich, gerade. Firestone. Habe ich Munition gekauft? Ich habe Munition gekauft. Population 24. Ich kenne nur 3 Bewohner und 3 davon sind 4. Ja. Durchaus. Oh, eine Sniper, nice. Boah, seid jetzt laut. Und nochmal TK Bahas Bein, da kriegen wir die TK's Wave. Was? Wieso bin ich noch Level 9? Level 10. Wo du Noob bist. Achso, weil ich 6000 Mal gestorben bin, ja. Da lässt er 2 maximal fallen, aber ich würde vorher gerne hierauf, weil dann kriegen wir einen Erfahrungsbonus, wenn ich Leute kritte. Und da ich öfters mal kritte. Ist das ganz geil. So, Kishi, guck mal dein Inventar, du hast eine neue Shotgun auf jeden Fall, vielleicht sogar 2. TK's Wafer und... Ich habe einen Sniper und TK's Wave. Ja. Ja, genau, ich habe auch einen Sniper und TK's Wave. Meine TK's Wave macht 17 Schaden mal 9, 26,9 Zielgenauigkeit und eine Feuerrate, 6 Schuss Magazin und, ja. Wie viel Schaden? Bille. 17 mal 9? Ja. Meine macht 14 mal 9. Meine macht 15 mal 9. Klar, der Schrotflintentyp kriegt die schlechteste. Ja, Kishi, das ist Logik. Hm? That's logic. Ja. Weil du die haben willst. Ja. Braucht die nicht und. Die Sniper haben wir auch alle gekriegt. Ich kann ja auch nochmal sagen, was die Sniper macht. 72 Schaden, 72 8 Genauigkeit, 1,2 Feuerrate. 62 Schaden, 72 Schaden macht die. Ja, und 1,2 Feuerrate. Und wie viel Magazingröße? 5. Nehme ich. Meine hat 50 Schaden, nein, hat 20 Schaden weniger. Ja, mal gucken, ob du sie kriegst, ne? Dafür kannst du der guten Frau erstmal einen schönen durch die Fuhr. Ja. Da hast du so deine Bezahlung. Voll geil, ja. Gleich squeefing. Ist ein bisschen ungenau als meiner, was mir scheißegal war. Gleich hier voll hin squeefen und dann passt das schon. So, jetzt sind wir alle Level 10, außer Fischi. Der Typ da hinten so, hey, warum kommst du nicht her und wir plaudern ein bisschen? Nee. Hau mir nicht vor. No. Müssen wir jetzt Bauernhead machen? Ja. Machen wir das wieder wie letztes Mal? Was haben wir letztes Mal gemacht? Auto. Ja, wir müssen das Auto holen, um ihn. Wir müssen
ihn töten, um das Auto zu bekommen. Ach so. Oh. Stimmt, das haben wir ja erst in Dingen so gemacht. In Borderlands 2. Wo man hier auch nicht mit dem Auto fahren kann. Ich kann mich hier nicht erinnern. Level F ist der Pisser. Ja, warte. Oh. Ich hab dich getroffen. Nochmal nicht? Scheiße, ich schieß einfach auf ihn. Nicht auf den Kopf. Au! Bloodwing! Thing! Verrecke, Bonehead! Ich hab ein bisschen angegiftet. Ich bin so auf Abstand. Ich bin ein Nahkämpfer. Ich bin ihn grad ein bisschen verwirrt. Er ist tot. Ja. Au. Jetzt ist er tot. Bounce-Rider gehört hier, brauch ich ja nicht. Wichser. Deshalb hab ich ihn auch ganz schnell eingesammelt. Also irgendwie zieh ich die ganze Zeit auf Kopf und mein Pfeil versucht auf den Kopf, aber irgendwie trifft er dann. Ah, ja, ich bin gefallen. Tschüss. Danke. Ach, das bist du. Ja, noch einer. Ich hab grad auf dich geschossen, Kirschi. Ah, danke. Bounehead von dir. Und hier noch Gold. Ja. Was für eine Waffe? Gar keine, das war Dings, das Digistruct-Modul und Geld. Goi, hab ich auch was gedacht. Shotgun-Munition. Oh, eine Goi wäre jetzt? Oh ja, eine Goi jetzt. Wir hätten auch von hier angreifen können, glaube ich. Möglicherweise. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich weiß, wo du hinguckst. Was machst du da? Hier Hab okay, gehen. Warte mal, ich versuche mal was. Ich einfach hinterher. Guck mal, was du machst. Ah, okay. Was macht ihr ja schon wieder von Unfug? Eine Kiste holen. Ah. Läuft der hier? Ja, schon. Dann hätten wir ihn von der anderen Seite aus angreifen können, Freddy. Wie? Hier, wir hätten hier oben rumgehen können. Ich bin runtergefallen. Ja, du kannst einfach wieder rauskommen. Das ist einfach ein anderer Weg rauszukommen. Und wie kommt man da? Hey, stay home. Warte. Ja. Hinter dir. Ich bin den Kopf weggeballert. Durchsichtiger Arsch. Oh, da ist ja ein Arbeiter von dir. Eine Waffe? Oh, ich bin gelevelt. Ich glaube, Schadensreduktion habe ich jetzt erstmal genug. Ja, der fehlt so in die Hälfte vom Körper. Wir haben übrigens die Uncut-Version, falls sich jemand fragt. Ja. Nur da lag bei mir keiner. Bei mir schon. Okay. Hab mich drauf geachtet. TK's Shredder ist ziemlich schlecht. Bone Shredder ist ziemlich schlecht. Bone Shredder ist richtig geil. Macht 10 Schaden mal 2. Das ist ein echtes Schätzchen, Mann. Spawnt sich erstmal mein Auto. Wie zu deinem Auto? Ja, aber ich hab das gerade eingestellt, weil ich wollte den auf schwarz stellen gerade. Von was spawnst du es? Ich hab ihn auch auf Schwarz gestellt. Kirschi, ne? Steig mal aus. Wieso? Bitte, ich fahre gerne selber in Borderlands. Du darfst Schütze sein. Ausnahmsweise, aber warte. Firestone ist eine neue Mission verfügbar. Moment. Okay, dann halt nicht. Nee, warte, dann müssen wir vor kurzem noch Firestone. Wir müssen noch nach Firestone, deshalb bin ich wieder ausgestiegen. Oh. Ich bin mal ein bisschen geschoben, Häuschen. Hab ich gemerkt. Ich will da rein. Dead Ayers. Oh mein Gott, man kann ja wieder. Oh, Gegner überfahren, das ist so geil. Blutige Reifen. Au, und verstecktes Freddy, Tagebuch. Wie fährst du? Fährst du jetzt bei ihm mit? Nein. Hä, wartet ihr vielleicht auf mich? Alter, keine Fortpflanzung mit dem Auto begeben. Achso. Was macht ihr da? Er fickt mein Auto. Ich respawns. Ich kann's nicht mal drehen. Meine Räder sind durch, Yoshi, mach was. Wie denn? Ich kann nicht nur abschießen. Oh. Jetzt hat's eine Scheißfarbe. Komm her, Kishi. Wir sind übrigens Profis. Scheißfarbe von dem Auto. Nur ich tatsächlich. Nein, du auf gar keinen Fall. Yeah. Hui. Wir müssen erstmal jetzt ein paar Leute überfahren hier eigentlich. Oh Mann, bist du gerade von meinem Kahn über die Pisswash-Galle gejumpt? Mann, ey, sag Bescheid, wenn du sowas machst. Das war voll abgefahren. Oh, guck mal, Gegner. Ah, gut gefahren. Ja. Definitiv, Hammer. Gute Driving Skills auf 8. Wow!
Ich wusste nicht, dass ich mit rechter Maustaste auch Raketen schieße. Don't do this again. Was machst du da? Umdrehen, Mann, das ist mit den Autos nicht so einfach. Ja, aber ich krieg's besser hin. Nein, kriegst du nicht. Doch. Wetten? Hör auf sie zu schießen, wir müssen die überfahren. Egal. Hör auf sie zu schießen, wir müssen die überfahren. Das ist eine Quest. Mir egal, will auch was schießen. Aber das ist eine Quest. Killen. Ja, ist mir wurscht. Kishi. Kais. Alter, wie viel Munition hier rumliegt. Ich muss einmal kurz aussteigen und meine Munition sammeln. Und dann noch versteckte Tagebücher. Da haben wir noch. Weiß das jemand? Ja, im Moment. Hm? Weniger als 10 Minuten. Okay. Das ist jetzt immer? Oh. Bin ausgestiegen. Oh, mein Timer hat sich abgebrochen. Oh, schönes Ding. Ich mach schon mal das erste Tagebuch ran, also. Wie fährst du? Psst. Wissenschaftliche Beraterin bei Dahl. Tag 1 auf Pandora. Meine Vorgesetzten haben mich hierher versetzt, um nach zurückgelassener Alien-Technologie zu suchen. Ähnlich der, die unser Konkurrent, die Atlas-Firmengruppe, in den Ruinen von Comissus entdeckte. Und die sie zu der Supermacht werden ließ, die sie heute ist. Es ist äußerst unwahrscheinlich, hier auf etwas derartiges zu stoßen. Aber meine Wohltäter glauben so fest daran, dass sie mich hier verheizen. Ich bin erst 3 Stunden hier und schon habe ich das Gefühl, dieser Planet wird mein Tod sein. Wissenschaftler jagen keinen Mythen und Legenden hinterher. Nehme ich dich halt so mit. Tennis kennen wir ja noch. Ah, gut. Ja, wir kennen Tennis noch. Wo ist Freddy jetzt? Hinter uns. Oh, hi. Fahr zurück zur Stadt. Wo ist die? Da. Das Einzige, was ich hab. Au. Ich hab was für dich. Ich folge einfach Freddy. Ich würde jetzt eher mal die. Wieso sprengst du dich die ganze Zeit? Freddy, what are you doing? Thanks. I see. I see Wiener. Glaube ich dir. Das ist aus. Das war's. Ja, ich wusste nicht mehr genau, wo es herkommt. Ach, die habe ich schon gesehen. Jedenfalls glaube ich, es ist mein 43. Tag hier. Es fällt schwer, sich an die Mondzyklen hier zu gewöhnen. Okay. Eine Planetenrotation, also ein Tag, dauert über 90 Stunden. Ach du Scheiße. Die Staubklumpen sind wohl das Bonierteste, was ich in der ganzen Galaxie gesehen habe. Oh. Wenn ich Ihnen Fragen über die Kammer stelle, ernte ich alberne Kinderreime und wirres Gerede über einen, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte. Wie kann man nochmal einen Boost aktivieren? Welche Taste? F. Und Sie nehmen mich gar nicht richtig wahr. Ah, das ist das einzige. Halt doch mal das Maul! Oh. Andererseits würde ich an so etwas glauben, wäre ich auch nicht besser als diese Neandertaler hier. Weißt du? Sag mir, ich kann nicht fahren. Du musst da hinten raus, du Behinderter. Oh. Oh fuck. Ich bin rausgekommen. Mir ist das wurscht. Nach 3 Stunden, ja. Sagt mir, ich fahr schlecht, ey. Ja. Und Kishi, wenn da so ein Echo-Teil kommt da, dann möchten wir es auch hören, weil das erklärt so die Story und das ist auch meistens ganz lustig. Gibt hier eine Story? Kishi, wenn da Echo-Teile kommen, hältst du das Maul. Okay. Chill doch. Nee, du laberst rein. Ich sag, pssst, Kishi, Maul. Bla bla bla. Gershi! Halt die Fresse! Was? Hier höre ich doch eh nicht zu. Ja, wir hören dem Ding zu. Aber ich euch nicht. Wieso nicht? Wieso sollte ich? Vielleicht, weil das hier ein Let's Play Together ist und wir gerne die Story von dem Spiel hören würden. Hey. Hier ist eine Waffenkiste. An die Ausgrabungsstätte zu verlegen, als wir plötzlich von Skeks angegriffen wurden. Wie die Kreaturen, hungrig nach ihrem Winterschlaf. Die Hälfte meiner Leute wurde gekillt. Halt an. Ich überlebte, weil ich mich unter einem Kollegen versteckte. Oh. Oh, Dio. Und weiter? Bei mir hat das gerade abgebrochen, also da oben ist nur das Symbol, aber... Ja, bei mir auch. Bei mir nicht. Jetzt hat es bei mir auch abgebrochen. Habt ihr mein Auto gesprengt, ihr Pisser? Nein! Ihr vor allen Dingen. Fickt euch!
Hä, warum ihr? Ich hab's bereits gemacht. Ich hab meine Aussagepartner jetzt kaputt geschossen. Ich hab's gesprengt. Er hat's kaputt geschossen. Wir müssen mal eine kurze Aufnahmepause machen, damit wir wissen, wie lange wir noch haben. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir müssen erstmal zur nächsten Catch-Ride-Station, weil ich Kirche sein. Nein, Freddy sein Fahrzeug ja eben zerstört hat. Und, dementsprechend schiebe ich jetzt Kirche einfach. Warum? Gib mich weiter. Warum steigst du nicht einfach aus und machst deine scheiß Facebook-Fähigkeit an? Weil ich die nicht so lange hab. Ja, aber du bist lange genug. Ja, danke. Jemand, da ist das? Kirche, das ist mein Auto. Du fährst mit Fischi. Oh. Ich will mein eigenes haben. Okay. Danke. Bitte. Was? Das nächste ist hier oben. Das kann ich sogar noch nicht sehen. Das lassen wir beim Auto. Es existiert noch. Ich habe ihn gerade extra dahin gefahren, wo er es nicht mehr sprengen kann. Ich wollte es auch nicht sprengen, ich wollte einmal drauf schießen. Weil wir seit Tagen kein Wasser haben. Mein Geisteszustand passt sich wohl dem der anderen Ausgrabungsteilnehmer an. Die Untersuchung der Symbole und leuchtenden Muster hier erbrachte endlich den Beweis, dass Aliens hier auf Pandora gewesen sein müssen. Die fällige Feier fiel aber bescheiden aus, da mir nur zwei Kollegen geblieben sind. Und die Fette, diese Chimäe, kann ich nicht leiden. Das heißt ja, wissenschaftliche Erkenntnis fordere Opfer. Aber ich hatte nie verstanden, was damit gemeint war. Bis jetzt. Kirschi? Ja? Wie war das nochmal mit... Du hältst die Schnauze, wenn sie redet? Sie hat genau angefangen, als ich mit meinem Satz noch nicht ganz fertig war. Und danach habe ich's Maul gehalten, also halt du deins jetzt. Siehst du, bei mir hast du mitten in ihrem Satz angefangen zu sprechen. Bei mir, als ich dann gesagt habe, war auch ruhig. Das war halt direkt, als sie angefangen hat. Also, wo bist du? Ich habe seinen Satz zu Ende geredet. Das heißt, eigentlich bist du jetzt gerade der Assi. Wirklich? Ja. Aua! Hilfe! Thanks! Ach du Scheiße. Schon da! Mir wird helfen? Danke. Bitte. Oh, ich bin gelevelt. Danke, Leute. Bitte. Dein Auto ist kaputt. Schieß noch ein scheiß Skag da. Oder was? Hast du eigentlich einen Timer für die letzten 5 Minuten? Ja, 2 Minuten 47 noch. Und unser Auto ist gleich auch im Arsch. Ja. Ich merk schon. Heiße Scheiße. Jetzt. Ja. Und ich bin auch tot. Ich weiß gar nicht, wo die scheiß Teile. Ach, da unten liegt du? Das. Nur noch das letzte Teil. Tag 172. Okay. Die fette Chimäe wurde heute unter einer einstürzenden Alien-Ruine eingeklemmt. Sie war nicht sofort tot und flehte mich an, sie von ihren Qualen zu erlösen. Halb erstickt an Blut und. Danke, und ich bin in der Zeit mal gestorben. Bitte? Ja, ich dachte, helfen lohnt sich sowieso nicht, wäre weggelaufen. Aber ich bin Level 11. Ach, Kirschi ist auch gestorben. Ja. Hey, dein Tu. Hä, wieso? Der Raketenzwerg vor dir war doch fast tot, Mann. Nicht unbedingt so tot, wie er sein hätte sollen. Ich glaube, das ist Freddy, ich fahr mal da runter. Wir müssen ja sowieso zurück nach Firestone. Danke. Haben wir noch genug Zeit dafür? Eine Minute 7, ja, haben wir. Ich habe keine Ahnung, wo der lang fährt. Der fährt hier wie so ein richtiger Pro-Pi. Ich suche auch Freddy eigentlich. Folg mir einfach. Okay, dann folge ich dir halt. Ich muss mein Mikrofon mal in der nächsten Aufnahme richten, weil ich gerade bequem mal hingesetzt habe. So, ich bin jetzt ein Viererstoner. Und jetzt einfach mal ein A. Ich weiß nicht, ob es Splatter-Effekt war oder ob es einfach so ist. Schade, kann er nicht reinfahren. Blutige Reifen. Ja, ist halt abgeschlossen. Und dann noch da. Die war für Level 13 gewesen. Hier ist eine Schockkristallente. Die ist für Level 15. Und ich habe euch beide gelevelt. Yep. In der Nähe der Danke. Kreuzung auf dem Weg zur Mine. Dieser Mann, Sledge, hat etwas, das wir brauchen. Du musst es dir holen. Sledge ist ein übler Typ. Er hat die Bewohner von Firestone schrecklich misshandelt.
tu, was du tun musst. Sledge kennen wir? Nee, wir kennen Slab. Entschuldigung, Slab. Sledge kennen wir theoretisch auch. Also aus unserem letzten Place. Und das war damit? Das war's damit. Ja. Ich sag, genau. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao. Tschüss. Haut rein, tschüss. Oh, wir haben neuen Waffenslot. Haben bereits ausgerüstet. Wollen wir gleich noch einen aufnehmen? Ja. Einer geht noch, würde ich noch sagen. Von mir ist auch noch 20. Ja, da ist die Festplatte voll. Meine nicht. Meine vielleicht. 96 GB ist ziemlich genau ein Part groß.